Entschuldigung, ich habe nur die Druckplatte, wie gesagt, eingebaut. Die ist super, weil dann müssen wir die Tür nicht mehr zumachen. Geht dann alleine zu. Boah, das ist so behindert, wenn ich da nur so einen Kopf sehe oder so einen grünen kleinen Punkt. Da weißt du nie, was ist das? Das ist. Mann, und mir geht immer beim Schlafen in diese Meldung im Sack, a new Optifine version is available. Ist ja toll. So, ich hau hier mal 29 Stück Kohle rein. Und weißt du, was ich gut finde? Dass man in Minecraft keine Freunde adden kann. Sonst würden wir beide jetzt einen Haufen Freundschaftsanfragen kriegen. Weil dir ja auch unsere Namen stehen. Ja, das ist so. Da bin ich froh. So, habe ich das Glas jetzt noch einstecken? Wunderbar. So, ich habe schon wieder einen Haufen unsinnigen Kram hier, Dirt und sowas. Aber ne, warte mal, das Dirt behalte ich mal für den Fall, dass ich da was ausbessern muss. Das Glas behalte ich mal auch. Was wir Die sicher auch Samen noch bräuchte machen ich. sollten, beziehungsweise bauen, ist eine kleine Lagerhalle, wo wir dann die einzelnen. Hä? 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 Ich habe gerade einen Enderman gehört. Ein Enderman. Okay, jetzt ist das Geräusch weg. Ja, doch, ein Enderman. Warte mal, ich gehe mal mit dem Eisenschwert raus und schau, ob hier. Wow, ob uns hier jemand besuchen will. Da ist noch ein Zombie im Wasser, der nicht verbrennen will. Oh, die KI von den Zombies geht mir auch im Sack. Die sind ja jetzt auch schlauer geworden. So ein Scheiß, ey. So, das Dirt knall ich mal da Da ist rein. noch ein Creeper. Ich nehme mir mal noch ein Steak mit. Ein blauer Creeper. Oh, lol, blauer Creeper. Vielleicht sollten wir doch beide in Zukunft mit demselben Texture Pack spielen, dann sehen wir das bitte nämlich. Bei mir ist er nämlich grün und so, harmlos aussehend. Also, ich Bei finde mir dir. gibt's Blau, Grün und Rot. Auch lol. Ja, du hast ihn getötet, der Creeper-Vollstrecker. Yay. Hey, und die Swoodoo-Werbung. Warum haben die Glatzen? Egal. So, ich fange dann jetzt langsam mal an mit dem Häusle bauen. Du hast gesagt, du hast ganz viel Kabel. Ja, Dann sehr viel. hast du das schon in Truhe getan oder hast du das noch bei dir? Ich könnte Das nämlich ein habe ich noch Stack bei mir. ans. Warte, ich hau's dir mal in die Truhe. Unten Also ein links. Stack könnte ich ganz gut nur brauchen fürs Häusle bauen und so. Hab da sogar zwei dagelassen. Super. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich werde das mal alles mitnehmen. So, das müsste reichen. Aber fünf Eisen, das ist auch schön. Ich nehme mal die neuen Fackeln, die da sind, nehme ich auch Wenn mal wir mit. irgendwann mal Überschuss an Eisen haben, dann wäre ich für über einen Eimer ganz dankbar. Der ist nämlich dann ganz gut zum hier Felder bestellen und so. Gut, fünf Stück habe ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel man für einen Eimer braucht. Ich glaube, drei sogar Drei, bloß. glaube ich. Ja, drei sollten es sein. Meine, momentan haben wir noch Essen. Momentan brauchen wir noch nicht ein Feld. Feld baue ich dann, wenn das Haus so einigermaßen fertig ist. Dann fange ich an, ein Feld zu bauen. Ja, lieber mach's lieber schon jetzt, weil Essen können wir eher Ja gebrauchen gut, als ein Haus. kommst du dann lang, bringst mir den Eimer mit, dann muss ich nochmal zurücklaufen. Hab keinen Eimer gemacht. Oh, machst du? Aber Nein. Ich geh selber, geh ich du zerstöre hier mal farmen. ein bisschen Gras und Ja, farme Seeds haben wir mal. schon genug in der Truhe. Gottes Willen, wo ist mein Deutsch geblieben? Ja, vielleicht vorm Fernseher ist geblieben, oder? Ja, das ist eine gute Möglichkeit hier. Ich meine, ich habe zwar kein öffentlich-rechtliches Fernsehen an, aber privat ist auch nicht besser. Wir müssen uns unbedingt mal einen besseren Weg zu unserer, obwohl die Wohnung im Berg ist ja eh nicht mehr lange. Das ist ja egal, wie praktisch die gelegen ist. Man läuft hier ständig über die Berge drüber. Ach, und ich muss aufhören, so viel zu sprinten. So, dann mache ich mir mal einen Eimer und die Seeds nehme ich dann auch gleich mal mit. Boah, ich hasse es, Gras zu farmen oder Samen, besser gesagt. So, ein Bucket, wunderbar. So, was macht mein Glas? 23 Stück sind schon fertig. Super. Entschuldige, was hast du nochmal? Ja, ich bin ja gerade im Samen farmen. Ach so, Es ist brauchst du so. nicht. Wir haben ein Stack Samen, also das reicht dicker aus Ah, für schon ein ein ganzes Feld. Stack. Ja, ich habe sogar noch eins und ein halbes Stack, also davon habe ich noch schon alleine, als ich die Grundfläche da Ah, oben jetzt habe halt ich gemacht schon habe. 20 Stück. Ja, ist nicht so schlimm, gib's sie mir und dann ist gut. Ich komme gerade zu dir, muss gar Ach nicht mich so. bewegen. Ich werf sie einfach mal dahin. So, dann fange ich gleich mal da oben an, Feld zu bauen. Dann kann das schon mal wachsen. Höhe habe ich ja noch dabei. Wunderbar. Moment, stehen bleiben. Ja, wo bist du? Ah, Ich habe hier sehr noch einen gut. Samen Da. gefunden. Hat noch einen Samen gefunden. Soll ich den Sprung wagen? Hm. Vielleicht sollte man hier doch mal was drüber bauen. Im Weg oder so. Bitteschön. Ja, danke schön. Warte, das hier kannst du auch haben. Brauche ich nicht. Ah, Zombiefleisch. Willst du? Auf den Spalt. Ist mir Kannst jetzt dir erstmal essen. egal. Kann man essen, ja, vergiftet man sich bloß langsam irgendwann mal dran.
Oh, ich habe immer noch Holzspitzhacke. So, jetzt ist die. Ey, ich habe eine Idee. Ich baue unser Farmland hier drüben auf dieser kleinen Insel. Das sieht bestimmt geil aus. Hast du Schaufeln? Schaufel habe ich. Oder habe ich noch? Nee, habe ich nicht. Hast du welche? Eben auch nicht. Scheiße. Moment, Moment, Moment. Aber ich glaube, da mache ich diesen kleinen Tümpel hier zu. Hier, ich mache mir mal eine Werkbank. So. Ich baue dir mal eine Schaufel oder zwei. Aber nur aus Holz. Reicht ja auch. Hab leider da nicht mehr dabei. Hey, 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 hey. Das musste mal sein. Dankeschön. Bitteschön. So, dann willst du die Werkbank hier behalten? Ist mir egal. Also warte mal. Hier nimm du mal diese Bretter und die Hälfte meiner Stickies. Da kannst du hier mal Nachschub bauen von den Schaufeln, wenn du brauchst. Gute Idee. Ich geh mal ein bisschen erkunden. Da ist nämlich ein großer Berg. So, den Tümpel hier mache ich zu. Ein Pilz. Oh, Pilz, ja. Wenn wir genug Pilz haben, können wir auch Pilzsuppe essen. Man könnte natürlich dann auch irgendwann so eine automatische Farm bauen, aber ich glaube, dafür brauchen wir dann noch genug Materialien und dann sollten wir uns jetzt noch nicht drum kümmern. Oh, Hühner. Bah. Sehr schön. Sag mal, du hast eigentlich Stoppuhr mitlaufen. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Wir sind jetzt 51 Minuten dran. Oh, siehst du mal. Kam die Zeit noch vergeht gar nicht so schnell, lange vor. Ne? Ja. Wenn so lange was Spaß macht, dann vergeht die Zeit schnell. Minecraft ist auch so ein Spiel mit dem richtigen Typen. Also so zum Beispiel jetzt mit dir kann man das auch, würde ich das schon so ein paar Stunden durchhalten. Ja, das ist nicht schlecht. Also zumal wir momentan noch ein Ziel haben. Ich hasse es ja, wenn ich in Minecraft kein Ziel mehr habe. Ja, das ist so. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt ohne zu schleimen oder so, wir sind jetzt circa vier Parts am Aufnehmen. Bisher und ich muss sagen, das ist sehr angenehm mit dir. Ja, den kann ich mich nur anschließen. Dafür, dass wir uns kaum kennen, ne? Nee, das ist ja eigentlich das zweite Mal, dass wir reden. So, ich habe hier noch eine Mine gefunden, eine weitere. Aber wir könnten nochmal, das haben wir vorhin nämlich so schön angefangen, das könnten wir jetzt nochmal weiterführen. Und zwar so ein bisschen über ein Thema reden. Ja. Ja, ja. Vorhin haben wir ja ein bisschen über Halo geredet. Ich würde mal sagen, vielleicht dem nächsten aktuellen Spiel, was sich demnächst anwendet, vielleicht mal Assassin's Creed drüber reden. Was hältst du davon? Oh, Assassin's Creed 3, ja. Das wird was ganz Großes. Aber ich werde es mir nicht kaufen. Mhm. Da habe ich... Ich habe sowieso kein Geld, also... Ach, okay. Na, ich habe es mir jetzt vorbestellt schon vor... Ich glaube, im Juni habe ich es mir schon vorbestellt, die Join or Die Edition. Also so eine kleine Collector's Edition, nicht die ganz große mit der Statue. Erstens mal habe ich schon ein Assassin's Creed Spiel mit einer Statue. Und zwar das Zweier. Und zweitens, ist gerade meine Schaufel kaputt gegangen. Verdammt! Ja, und zweitens ist es mir zu teuer. Aber ich habe es, wie gesagt, schon im Juni vorgestellt. Ich freue mich sehr drauf. Weil ich bin übelst Assassin's Creed schon seit dem ersten Spiel. Ja, es ist ein. Ja, hier Versprecher vor der Wind. Es ist kein schlechtes Spiel. Ich habe es auf der PS3. Ich habe Assassin's Creed Brotherhood. Aber ich habe es nie fertig gezockt. Sollte ich ja eigentlich wieder mal reinwerfen. Brotherhood war auch ein wirklich gutes Spiel, also. Habe ich auch sehr gesuchtet. Ich muss sagen, bei mir ist ja die Reihenfolge so ein bisschen. Also der Favorite Assassin's Creed Spiele, Assassin's Creed 2 finde ich immer noch am besten. Weil das hat einfach alles gestimmt. Das kam raus und es hat einfach alles gestimmt. Und ich glaube, ich habe da eine riesige Mine gefunden. Hier im Berg drin. Ich werde ja auch Assassin's Creed 3, sobald es rauskommt, anfangen zu Let's Playen. Das habe ich meiner Community versprochen und das mache ich jetzt auch. Du bist scharf, geh weg, keiner mag dich. Das ist doch keine Mine, verdammt. Das ist einfach nur ein riesiger Schatten. Ja, aber das wird... Obwohl ich jetzt nicht so ein Fan bin von Assassin's Creed, muss ich sagen, das wird ein bombastisches Spiel. Ohne Zweifel, das wird ganz geil. Vor allem, es wird ja der letzte Teil der Trilogie und hoffentlich die Trilogie auch würdig abschließen, also da würde ich mich freuen. Ach, dann gibt's dann nie wieder Assassin's Creed? Das glaube ich schon mal nicht, also das ja, gut, wird sich Ubisoft nicht entgehen lassen, diese Wollmilchsau weiter zu melken. Aber trotzdem, Da musst du dann. Das ist auf jeden Fall das Ende der Desmond-Trilogie. Und die geht da jetzt auch schon 6 Spiele, die Desmond-Trilogie. Was für eine tolle Trilogie. Da musst du dann mit dem Uploaden schnell beginnen. Die Konkurrenz ist mittlerweile sehr groß. Ja, das ist mir egal. Ich weiß, dass meine Leute mir das bei mir gucken werden. Und da ist es egal, ob ich das... Ich weiß auch noch gar nicht, ob es pünktlich kommt. Ich habe ja am 31. ist bei uns Feiertag. Halloween. Ah ja, stimmt. Wie das bei euch ist. Ja, das ist überall auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Nee, es gibt bei uns auch Bundesländer, da ist es nicht so.
Da gibt's kein Halloween. Es gibt Halloween, aber es ist nicht Feiertag. Ach so. Ach so, nein, bei und uns deswegen, ist kein Feiertag. Bei uns ist ja, einfach also Halloween und fertig. Bei mir ist es ein Feiertag, richtig. Also ich habe da frei, ich kann mich zusaufen, ist so wunderbar. Boah, ich will und das auch. Problem ist halt einfach nur, dass die Post dann vermutlich nicht kommen wird und das ist scheiße dann. Weil das Spiel kommt am 31. raus und es wird höchstwahrscheinlich nicht am 31. bei mir sein. Ja, das ist natürlich blöd. Aber gut, lässt sich nicht ändern, aber was soll's, finde ich mich mit ab. Entweder es ist da am 31. oder eben nicht. Ja, ich meine, ich fange auch Let's Play einen Tag später an. Ich finde es halt schade, wenn man sich Mühe gibt, mit einem neuen Spiel vielleicht viele neue Zuschauer zu bekommen, hast du gar keine Chance dazu eigentlich, weil, ja, die Konkurrenz ist so groß. Ja, das geht mir auch schon lange nicht mehr um die Konkurrenz, ich mache das für meine Fans. Oh, Entschuldigung. Oh, der hat... der war heftig, aber... Der hat gut geklungen, heieiei. Und ich habe hier wieder massig Kohle gefunden. Nee, ich mache das für meine Fans und gut ist... Oh, es wird schon wieder dunkel, ey, das ist ja furchtbar. Heieiei. Und ich bin ziemlich weit weg von zu Hause, sag ich mal. Von ich bin auf dem Berg oben, das wäre ziemlich schwer, hier runterzukommen. Das wäre ziemlich schwer. Mir wäre es natürlich lieber, wenn man jetzt musste auch einer von mir kommen. Das musste sein. Oh shit, ich bin ja sowieso, ich bin ja sehr gespannt, wie meine Fans, also auch mein YouTube-Kanal, dieses Let's Play hier Minecraft aufnehmen werden. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Viele ich hab haben da ja keinerlei Erfahrungswerte. Ja, ich habe auch noch nie so ein richtiges Minecraft-Let's Play gemacht. Ich habe zwar Adventure-Maps gemacht. Und jetzt muss ich schauen, wo es durchgeht. Ich bin ziemlich weit weg von zu Hause, merke ich gerade. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist das Gute an meiner Minimap, da habe ich mir einen Waypoint gesetzt und dadurch finde ich immer wieder nach Hause. Ich habe hier noch einen schönen Bug irgendwie. Ey, das ist ja auch lollig. Wow, ich sehe bis zum... Ich habe gerade bis zur Lava runtergesehen. Okay, das mir bei meinem Texturpack fällt mir auf, hier gibt es doch so einen Mondzyklus, also verschiedene Mondschattierungen. Ich sehe dich! I see you! Ah, super, ja, ich sehe dich auch. Du bist gerade ein bisschen Schaden genommen, habe ich gesehen. Ja, warum ist da eine Werkbank in der Luft? Ja, weil ich hier die Erde drunter abgebaut habe. Warte mal, ich muss schnell was essen und dann können wir nach Hause gehen und schlafen. Alles klar. Da ist schon ein blauer Creeper. Siehst du den da vorne? Ja, der, bei mir ist er grün. Der ist bei mir blau. Und da sind noch zwei Zombies, wo man nur die Köpfe sieht. Ah, und ich habe keine Waffen, womit ich mich anständig wehren kann. Also ich bin am Durchwaschen jetzt. Mann, Moment. Ich glaube, nee, ich habe kein zweites Eisenschwert. Nee, ist auch gar nicht so schlimm. Brauche ich ja. Oh, hier ist eine Spinne und ein Zombie auf der linken Seite. Ich sehe also nichts. Ich wasche jetzt schnell doch. Nach oben. Oh, ja, ein Skelett ist auch noch da. Na, du kannst dich wehren, das ist bei dir nicht so schlimm, aber ich kann mich nicht wehren. Wir leben hier sehr gefährlich. Oh, ein Enderman! Hm? Ja, ich vielleicht finden wir eine Enderpearl, geil. Guck mal, ich glaube, ich habe ihn angeschaut. Ich glaube, hier unter Wasser ist auch eine Höhle. Habe ich eigentlich diesen Night Vision Mod drin? Ne, den muss ich noch anmachen nachher, ob die Fans besser Wasser sehen. Ich glaube, ich habe den Enderman angeschaut. Hoppala. Ja, wer weiß, ob das funktioniert. Es gab ja früher gab so Bugs, dass das nicht richtig vor. Oh, die Spinne greift mich an. Nein, lass mich in Frieden. Warte, ich komme. Ich hab nur Spitzhacken, womit ich mich. Ja, ich hab sie getötet. Und du stoppst mit IAP ab. Du Booty, du. Ja, sorry. So, jetzt nur hoffen, dass hier nix ist. Bei unserer Mitte. Solange wie die Tür zu ist, ist ja alles okay, dann kommen sie ja nicht rein. So. So. Also, ich hau noch kurz hier mein Eisen, das ich gefunden habe, rein. Kohle habe ich auch. Ah, das Glas ist auch fertig, super. Kohle habe ich auch schon wieder ein ganzes Stack gefunden. Ich hau mal die Hälfte des Stacks da rein. Holzkohle, was will ich mit Holzkohle? Ich bräuchte, wenn du hast, vielleicht nachher mal. Ach, kann ich ihm auch nachher machen, ein paar Fackeln. Hab 23 Stück. Ja, ich nehme mir nachher welche. Mach's am besten in die Truhe und dann ist gut. Moment, ich muss hier noch kurz was essen. Hoppala. Lass dir Zeit, ich schlaf so lange schon mal. So. So, jetzt haben wir dann gleich eine Stunde. Piep, 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 piep. Oh, der Wecker. Ah, es ist Zeit zum Aufstehen, verdammt. Ja, das ging leider sehr schnell. Ja, ne, die Nächte so, sind so kurz. Willst du ein bisschen Kohle für Fackeln? Kohle, ja, oder direkt Fackeln ist mir furchtbar egal. Also, Hauptsache, ich krieg ein paar Fackeln. Hier hast du mal 17 Stück Kohle. Ja, das reicht. Oh, da kann man ja ein ganzes Deck von machen. Also. So, Eisen habe ich auch wieder ein bisschen. Hey, du hast Eisen gestohlen. Hast du einen Eimer gemacht? Ja, ich habe mir einen Eimer gemacht. Alles klar. So, ich hau die überflüssigen Fackeln, die ich gerade nicht brauche, mal da rein. Du machst doch ein Feld, oder? Ja, kannst du doch eine Feldhacke haben. Habe ich schon. Ich habe eine aus Stein. Ja, ich brauche keine. Nee, warte mal, ich glaube, habe ich sogar ich habe aus Stein. Na, wenn du inne aus Eisen hast, dann ist das auch super, die hält länger. Das kannst du auch haben. Ich brauch's nicht. Ja, ist okay. Und Samen kannst du sicher auch gebrauchen. Ja gut, ich habe jetzt schon 64 und 50, also jetzt habe ich 51.
Also fast 2 Stacks Samen, da können wir ein riesiges Feld von machen. Rüstung sollten wir uns auch noch machen. Ja gut, das können wir dann, wenn wir dann richtig viel Eisen und so haben. Ja, gut, oder Leder, ich meine, ich habe noch keine Kuh gesehen bisher. Ich habe 5 Stück gekillt vorhin, oder 3 waren es, glaube ich. Aber ziemlich weit weg. Fällt mir ein, ich muss mir in 2 Steaks, haben wir noch Steaks? Ich habe nämlich keine Steaks mehr in der Tasche. Ich habe noch 3 und ich habe 4 Chicken Wings. Warte mal, wo bist du? Ich stehe hier noch auf dem Berg. Ah, hier hinter mir. Hier kannst du mal... 1, 2 reichen. Ja, komm, nehmen alle 3, komm. Oh, okay, danke. Ja. Aber warte mal, ich habe hier noch... Nochmal 5 Steaks. Von der Kuh. Ja gut, 3 reichen mir erstmal. Ich gehe schon mal Richtung und mach das Feld endlich. Die sind ja nicht für dich, die Steaks. Die sind für mich. Ja, ja, ist ja okay. Hey, hey, hey. Nicht denken, dass ich dir hier noch mehr Zeugs schenke. Immer diese YouTube-Partner glauben, sie sind was Besseres. Moment, ich bin auch YouTube-Partner. Ja, ich auch. Nur ist es ein Nachteil bei mir. Tatsächlich? Ja, seit ich YouTube-Partnerschaft ist ein Nachteil? Ja. Seit ich YouTube-Partner bin, habe ich fast keine Klicks mehr. Ah, okay. Das ist leider so. Ich habe sehr viele Abo-Leichen. Also ich habe jetzt, wenn wir die Aufnahme haben, 560. Ungefähr 560 Abonnenten und